Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch wieder ein weiteres Display mitgebracht. Wir haben Freitag, das bedeutet XY Dampfkesselzeit. Das fünfte Display, wohlgemerkt. In den vorherigen Displays haben wir ganz gute Sachen gezogen. Schaut es euch auf jeden Fall an. Aber so das hammermäßige Display, was mich so komplett aus der Bahn wirft, das hatten wir noch nicht so dabei. Ich zeige euch hier noch einmal die Rückseite. Sehr cooler Text auf jeden Fall, falls ihr euch das durchlesen wollt. Ja, es fehlen noch einige Karten hier aus diesem Set für meine Sammlung, die ich jetzt noch nicht gezogen habe. Das normale Volcanion EX Full Art, das Stalos EX Full Art, das Mega Gardevoir EX Full Art, das Gardevoir EX Full Art, jede Menge Full Arts fehlen. Das ist ein bisschen schade. Deswegen hoffe ich, dass wir daraus jetzt irgendwas ziehen können, damit ich mir nicht noch so viele nachbesorgen muss. Aber wir werden sehen. Genau. Und wir starten direkt hier mit dieser Hälfte für diesen Part. In zwei Parts teile ich diese Displays immer auf. Also 18 Packs in dieser Hälfte, 18 in der nächsten Hälfte. So. Dann geht's auch gleich los. Vor allem das Mega Gardevoir EX Full Art sieht ziemlich cool aus. Das würde ich natürlich sehr gern ziehen. Ottero, Nidoran männlich, Tarnpignon, Menki, Klick, Stalos Geistesbund, Nidorino, Anorit. Wow, direkt eine Turbo am Anfang und Jan Mega. Als Stern. Pyroleo Turbo. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gezogen. Sehr cool. Dennoch, ich empfinde die eigentlich als sehr gut spielbar. Für Feuerdecks. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. So. XY Dampfkessel. Guter Start. Von regulären EX fehlt auch noch so einiges. Da weiß ich jetzt gerade nicht genau nur was. Merrill. Ponyta. Lichtel. Watzapf. Tarnpignon. Bezauberndes Pufflé. Tangolos. Pokémon Ranger. Klick ist unser Reverse. Oh, und die Stern ist Volcanion EX. Leute, also in meinen Displays habe ich jede Menge Volcanion-Action. Darüber kann ich mich definitiv nicht beschweren. Nur die Full Art bräuchte ich noch. Aber an und für sich kann ich mir schon ein sehr gutes Volcanion EX-Deck bauen. Sehr cool. Sehr cool. Das Maskottchen des Sets. Volcanion EX. Von den Full Art Trainerkarten brauche ich eigentlich keine mehr. Natürlich wäre Professor Platan Full Art nochmal ganz cool. Davon hätte ich gerne insgesamt 4 Stück sogar. Würde ich mir dafür besorgen für Decks und so. Geronimatz, Ignivor, Watzer. Tangela, Gladiantri, Vashaquil, Blanas, Galoppa, Mauzi in Reverse und Ramot ist unsere Stern. Mit dem Dual-Typ und in dieser Shiny-Variante. So schnell geht der Kartentrick. 3 von hinten, vor die davor, vor die 2, die dann davor kommen würden. Panflam, Kapuno, Tangela, Glibunkel, Ottero, Duodino, Ninja-Junge, Driftzeppli. Oh, sehr cool. Voltula als Reverse mit dem Dual-Typ Elektro-Pflanze. Sehr cool.
Sehr, sehr cool. Genau, dadurch, durch den Kartentrick, kommen halt die Reverse und die potenziell seltene Karte ganz hinten. Panferno Holo. Sehr cool. Auch übrigens relativ gut kombinierbar tatsächlich mit dem Vulkanion EX. Denn dadurch bekommt man viele Feuer-Energie-Karten in den Ablagestapel. Also ziemlich interessanter Feuersupport jedenfalls hier in diesem Set. Alles auch nur Feuer, also seltene Feuer-Pokémon, die da im Hintergrund stehen momentan. Kapuno, Hopsprost, Lichtel, Mauzi, Ponita, bezauberndes Poffley, Klicklack, Laternecto, Mantax ist unsere Reverse. Mantax. Nicht Maxax, Mantax. Und Shadrago ist unser Stern. Oh. Bisschen gerippt hier. So. Hopsprost haben wir hier auf dem Blumenbeet. Mauzi, Scampisto im Fluss, Bach, wie auch immer. Schalilos, Geronimatz, Gardevoir, Geistesbund, Zwotronin. Oh, gierige Würfel. Und Fiaro ist unsere Reverse, das ist auch eine Sternkarte. Sehr cool. Und die eigentliche Rare ist eine Holo, und zwar Klickdidack. Wow. Klickdidack fliegt hin. Sehr cool. Passt natürlich zum Motto Klickdidack. Klar, muss auch in dem Set sein. Mit diesen ganzen Maschinen, Rädchen und so weiter. Wow, jetzt fliegt hier Vulkanion EX hin. Nächstes Pack. Hier haben wir Arctip. Scampisto, Samurzel, Nasknet, Leufeo, Tangolos, Resladero, Hobeluff, Scampisto ist unsere Reverse und die Stern ist ein Amaldo. Sehr cool. Auf jeden Fall das Vulkanion EX, was wir bisher gezogen haben, hier raus. Wenn jetzt hier drin die Full Art drin ist, in diesem Display, wäre das natürlich echt episch. Merrill, Sneebel, Leufeo, Nidoran, männlich, Nasknet, Vasharkwill, Schilterus, Panzerfossil, Klavion, Hoopa, und zwar in Reverse. Meine ich, habe ich auch schon mal gezogen, irgendwann. Trotzdem cool. Und Papunga ist die Sternkarte. So, hier drin ein verrücktes Mauzi, Mantax, Voltilam, Yanmar, Panflam, Datignis, Schilterus, Spezialaufladung, Anoriz Clownfossil und die Sternkarte ist ein Toxicroak. So, noch einige Packs hier vor uns in diesem Display-Part. Ponita, Merrill, Leufeo, sehr cool. Geronimatz, wie es durch die Wüste anscheinend rennt. Tarnpignon, wie es einfach nichts tut. Das machen Pilze halt so. Anorith, Anoriths Clownfossil, Blanas, Tarnpignon ist auch unsere Reverse-Karte. Und Atmurai ist die Stern. Okay.
So, nun haben wir hier Lichtel, Voltilam, Glibunkel, Tangela, Geronimatz, Hubbeluff, Datignis, Azumarill, auch in diesem Dual-Typ, und Shiny Armaldo ist unsere Reverse, also eine Sternkarte, das ist gut. Und Snibunna ist die reguläre Stern. So, hier haben wir Nidoran, männlich, Panflam, Nasknet, Lichtel, Kapuno, Stalos Geistesbund, Zwotronin, Resladero, Tangolos ist unsere Reverse-Holo und Voluminas ist die Sternkarte. Jo, jetzt müsste aber mal wieder was kommen, bin ich mir relativ sicher. Dieses Pack muss irgendwas Gutes drin haben. Auch wenn es nur eine Holo ist. Hier haben wir Leufeo. Nasknet. Panflam. Wie sein Zahnrad klaut. Mauzi. Hopspross. Driftzeppli. Duodino. Anoritz Clownfossil. Ponita ist unsere Reverse Holo. Und Voltula ist die Stern. Okay, bisher nicht so top. Wir haben noch 4 Booster. Ja, ne, 5 Booster vor uns. Da müsste eigentlich noch so einiges drin sein in diesen 5 Boostern. Um die Pull-Rate von 1 zu 3 einzuhalten. Also in jedem dritten Booster müsste eine Holo oder besser drin sein. Mantax, Sneebel, Hopspross, Datiri, Scampisto, Galoppa, Snobelicat, Stilterus, Razaf ist unsere Reverse-Holo und ist auch eine Stern. Und Hoopa ist die eigentliche Stern im Pack. Hm. Wo sind die ganzen Holos? Oder EX? So, hier haben wir Datiri, Scampisto, Griffel, wie es mit anderen Griffel rumtollt, Yanma im Sonnenuntergang, Sneebel, Klavion, Zwotronin, Gardevoirs Geistesbund, Driftlon ist unsere Reverse und Krypuk ist unsere Stern. Okay, nur noch 3 Booster. Theoretisch müssten das alles jetzt Holos sein. Aber wer weiß. Hier haben wir Driftlon, Ignivor, Griffel, Yanma, Menki, Laternecto, Azumarill, Spezialaufladung, Snobelicat ist unsere Reverse und Wurma ist nur eine Stern. Okay, also ich bin sehr gespannt, wie der zweite Part aussieht. Ansonsten gewinnen wir den Preis für das schlechteste Display weltweit. Bisher, denn die Pulls sind echt nicht so berauschend. Mantax, Charlelos, Merrill, Driftlon, Samurzel, Panpyro, Vati, Schilterus Panzerfossil, Ignivor ist die Reverse und Juveltal ist wenigstens eine Holo. Und eine der Lieblingsholos von mir aus dem Set, das ist also dann ganz gut. Nun aber das letzte Pack in diesem Part. Komm schon, da muss irgendwas drin sein.
So, dieses Pack startet mit Arctip, Voltilam, Klick, Samurzel, Gladiantri, Datignis, Watti, Ambidiffel, Gardevoir, Geistesbund ist die Reverse und die Stern ist Professor Platan. Yes, Full Art Alarm. Oh, mein Gott, so lang hat's gedauert. Sehr cool, okay, alles in Ordnung, Part ist geil. Top, Professor Platan, sehr gut, kann man gut gebrauchen. Top. Sehr cool. Also mit dem Puls bin ich denn dann jetzt dann doch sehr zufrieden. Juveltal Holo, Klickdidak Holo, Panferno Holo, Pyroleo Turbo, Volcanion EX und Professor Platan Full Art. Sehr cool. Ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, aber ich glaube, dass der nächste Part besser wird als der, oder? Ich meine schon. Noch eine Turbo werden wir, denke ich, auf jeden Fall ziehen. War bisher immer so, mindestens zwei Turbos in einem Display. Und ich denke auch noch ein paar EX. Mal sehen, was da so drin ist. Freut euch auf jeden Fall auch darauf, euer Pokémaniac. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.